Herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier von der Fachhochschule Lübeck. Ich werde von Ihren und euren Steuergeldern bezahlt. Deswegen finde ich OER auch toll und habe überhaupt kein Problem, die Sachen, die ich mache, wieder rauszugeben. Das geht freiberuflichen Trainerinnen und Trainern nicht ganz so leicht, weil sie müssen mit ihrer Arbeit, die sie machen, oft auf Honorarbasis Geld verdienen. Das heißt, es kommt direkt das rein von den Sachen, die sie verkaufen. Nun stellen sie sich oft vor erwachsene Menschen und bringen denen was bei. Und dann gibt es so Handouts und die sind meistens nicht unter einer freien Lizenz. Aber wir haben in diesem Projekt zusammen mit dem BDVT, das ist der Fachverband der freiberuflichen Trainer, haben wir versucht, den Trainerinnen und Trainern zu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr das unter freier Lizenz stellt, weil ihr seid nicht nur eure Materialien. Ihr seid mehr als eure Materialien und genau mit den Materialien könnt ihr es auch schaffen, einen Werbeaspekt reinzubringen, für euch zu werben, eure Qualität zu beweisen und somit auch bekannter zu werden, das letztendlich in euer Geschäftsmodell zurückfließen zu lassen. Zusammen mit dem BDVT haben wir gesagt, dann braucht es ein Weiterbildungsprogramm und das haben wir als Blended Learning in 5 Schritten aufgesetzt. Das Ganze beginnt mit einem Kickoff. Das ist eine regionale Veranstaltung, in der man sich trifft. Davon gibt es und gab es 20 Kickoffs in ganz Deutschland verteilt, wo erstmal so überhaupt klar gemacht wurde, was ist das mit diesem Urheberrecht und warum reden wir eigentlich über OER? Was ist das Problem daran? In der zweiten Phase, die findet online statt, gibt es eine MOOC auf der MOOC-Plattform Moin. Das ist auch der Grund, weshalb wir hier daran beteiligt sind. Da werden so wirklich die Basics vermittelt. Was ist OER? Was sind diese Lizenzen? Wie kann man das remixen? Und auch wirklich schon die erste Reflexion angeregt, wie kriege ich das in mein eigenes Geschäftsmodell rein? Ich sage es gleich dazu, der Kurs selber ist auch OER und wir haben auch bei ganz vielen anderen guten OER-Sachen schon geklaut. Danach gibt es einen Workshop für Macherinnen und Macher, wo wirklich mal hands-on geguckt wird, wie mache ich denn jetzt ein Video, wie mache ich so ein OER-Material, wie kann das aussehen und zwar wirklich von Anfang bis Ende. In der vierten Phase, der zweiten Online-Phase, gibt es die Möglichkeit, das Ganze fertigzustellen, auch mit Unterstützung und Coaching. Und das Ganze mündet dann in einer Prüfung, das dann mit dem Zertifikat geprüfter OER-Fachexperte BDVT abschließt. Das Projekt hat im Frühjahr diesen Jahres begonnen und geht noch ein bisschen ins nächste Jahr hinein. Und unter der OER-Fachexperten.de sind alle Materialien zu finden. Man findet die Termine für die Workshops. Und noch dazu gesagt, gerade der MOOC steht auch natürlich allen offen, die jetzt nicht nur Trainer sind und auch nicht am Programm teilnehmen wollen, sondern einfach nur mal schauen wollen, was ist denn so OER, wie kommt man daran? Es ist offen für alle. Und wir freuen uns auf Ihre Beteiligung.